bin Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In meinem Buch geht es um die Grenze als Sortiermaschine. Und die Sortiermaschine ist eine Grenze, die aufgrund von Technologie, auch aufgrund von physischen Grenzziehungen immer stärker unterscheidet zwischen erwünschten und unerwünschten, gewollten, ungewollten Formen von grenzüberschreitender Mobilität. Ja, das ist so eine ureuropäische Erfahrung. Der Fall der Berliner Mauer, auch sozusagen das Verschwinden der Blockgrenzen, die europäische Einigung, also all das sind Prozesse gewesen, die jetzt für uns Europäer eine große Rolle gespielt haben und die tatsächlich natürlich auch Gewinne an Mobilität mit sich gebracht haben. Ja, das Buch ist ja auch geschrieben, um bei uns eine Irritation auszulösen und vielleicht auch unsere eigene liberale Weltsicht, die sich auch immer feiert, sozusagen in dieser Art von Globalisierungseuphorie, die ein Stück weit in Frage zu stellen. Und wenn das bei dem einen oder dem anderen gelingt, dann wäre ich schon sehr zufrieden.